Schönen guten Abend am letzten Tag im November des Jahres 2021 gibt es hier aus dem Studio der Lautenkompanie in Berlin-Wedding am Leopoldplatz eine Musicbox gemeinsam mit der Sängerin, Sopranistin Hanna Herfurtner. Hanna, was gibt's heute zu hören? Heute gibt's Lieder für Sopran und Laute und Theorbe, obviously. Gerade eben haben wir ein Lied von John Dowland gehört, von dem gibt es noch ein bisschen mehr. Und dann gibt es aber auch noch große italienische Dramatik und eine kleine amerikanische Überraschung am Ende. Und das alles in nicht mal einer halben Stunde. Unfassbar. Ja. Es geht weiter mit Time Stand Still, auch einer der ganz berühmten Songs von John Dowland mit Hanna Herfurtner. Viel Spaß. Time stands still. Yes.
Ja, und passend zum November Blues haben wir den melancholischen Song schlechthin ausgesucht. Das heißt, du hast ihn eigentlich ausgesucht. Flow My Tears, einer der berühmtesten Songs überhaupt dieser Zeit. Und diese Zeit meint das England um 1600, in dem Dowland gelebt hat. Er war ein sehr bekannter Lautenspieler und vor allen Dingen ein Liedschreiber. Und wahrscheinlich der berühmteste Melancholiker, den es gibt. Ja, ich denke auch. Hanna, wie ist es, solche Lieder zu singen? Ohne Klavier, ohne Orchester, nur mit so einer kleinen Laute? Das ist natürlich ganz besonders schön, Wolfgang. aber im Ernst, das ist was ganz Besonderes, weil das so zerbrechlich ist. Da ist wirklich wenig, wohinter man sich stimmlich verstecken kann. Auch die Melodien geben es jetzt nicht her, dass man da wirklich so das ganze Instrument groß auffährt, sondern man muss immer so an der Randstimme herum singen und da, ja, da wird es sehr fragil und sehr persönlich und es gehört immer auch ein bisschen Wagemut dazu, sich in so diese Feinheiten zu begeben, aber es ist da eben auch immer ganz besonders schön. Ja, etwas ganz besonders Schönes, Trauriges und Melancholisches wird jetzt hier entstehen mit Flow My Tears. Shine you no more.
Ja, jetzt gibt es einen geografischen Ruck und kulturellen, sprachlichen Sprung. Wo springen wir denn hin, Hanna? Wir springen jetzt nach Italien, genauer nach Venedig, zu Domenico Bizzi, den vielleicht nicht so viele kennen. Ich habe ehrlich gesagt den Namen das erste Mal gehört, als du mir die Noten geschickt hast. Guck ja. mal. Ja, ja. Der hat sehr kurz in Venedig im 17. Jahrhundert am Markusdom gearbeitet und hier uns ein kleines Lied geschrieben. Es geht auch um die Liebe. Es geht heute Abend sehr viel um die Liebe. Es geht sehr viel um unerfüllte Liebe, um Liebessehnen. Und ich finde ganz interessant, dass bei den Engländern gerade die Melancholie ist so, man akzeptiert so, dass die Trauer der Liebe und dass es nicht in Erfüllung geht und dass sie vielleicht nicht erhört wird. Hier gibt es immer diese Anklage, warum hörst du mich nicht und du bist so gnadenlos und hab doch ein bisschen Mitleid. Das finde ich ganz interessant, das gibt es oft in die italienischen Madrigalen, dass sie immer so auf das Mitgefühl, an das Mitgefühl appellieren. So finde ich einen interessanten Gedanken, wenn man um jemanden wirbt. Das muss am Wetter liegen. Das englische Wetter führt zu destruktiver Melancholie. Ja, hier ist, und das italienische Wetter führt zu fordernder, ja, genau, Hingabe. Bis hin zu, ich bringe mich um, wenn du nicht mich erhörst. Gut, dann... Dann machen wir das mal. Oh.
Hui. Hui. Und jetzt kommt ein, nicht Arbeitskollege, aber Amtskollege von dem eben genannten, dessen Namen ich schon vergessen habe. Ubizzi. Ubizzi. Domenico Ubizzi. Ja, Domenico Ubizzi. Und einer seiner Nachfolger war Claudio Monteverdi. Und Claudio hat neben riesig groß besetzten Vokalstücken auch kleine Lieder komponiert, klein im Sinne von klein besetzt. Si dolce il tormento, auch ein sehr, sehr, sehr bekanntes Lied von ihm. Worum geht's da? Wieder um die süße Qual der Liebe, die nicht erhört wird. Auch hier, das fasst eigentlich den Abend ganz gut zusammen. Es gibt unerhörte Liebe, es gibt, das kann nur durch Tod gelöst werden, das Leiden. Aber in der letzten Strophe gibt es auch noch diesen kleinen italienischen Augenzwinker, der sagt, vielleicht, vielleicht, wenn ich tot bin, tut es ihr doch leid hinterher und sie wird dann doch nach mir seufzen. Sie geht jeden Tag ans Grab und legt Blumen. Und weint dann, genau. Und das alles in 3,5 Minuten, oder? Ja, da sind wir schon am Ende. Da sind wir schon am Ende. Ja, von unserem kleinen Box-Programm. Und da hast du noch was ganz anderes ausgesucht. Genau. Kein Bach und auch kein Weihnachtslied. Nein. Kein Prätorius, kein Es ist ein Ros entsprungen. Nee, ist ja noch nicht Weihnachten. Heute ist ja noch November. Ach so. Heute ist noch November. Heute kann man noch mal den Mond anheulen oder ihn runterschießen. Ach so. Als große dramatische Liebesgeste. I'll Shoot the Moon aus Black Rider von Tom Waits. Das singt das Kätchen ganz am Ende des Stücks, nachdem sie schon angeschossen wurde. Das, also für die, die den Black Rider nicht kennen, das ist quasi der Freischütz. Nur geht da nicht gut aus. Sondern am Schluss stirbt die Heldin doch und singt, wie sich das für eine anständige Oper gehört, sterbend noch. In den Armen ihres Geliebten. Nee, es geht total schlecht aus. Niemand kommt zusammen. Hier dieses schöne Lied, I'll shoot the moon right out of the sky for you, baby. Ja, und damit verabschieden wir uns. Danke fürs Zusehen, Zuhören oder auch für beides. Hanna Herfurth. Und Wolfgang Katschner am 30. November 2021. Und für alle, die das später sehen, eine schöne
Weihnachtszeit. Frohe Weihnachten. Genau. Shh.